afrikanische Maske ist eine Erscheinung. Das heißt ein Geist. Die Maske ist immer ein Geist. Master, you give me money and I go for bush and buy a very beautiful piece. Damit sie afrikanische Kunst kennenlernen, sind Afrikaner gezwungen, nach Europa zu reisen. Nur dort können sie die wirklich interessanten Objekte erleben. Ich habe kein Bargeld. Mein Kapital sind die Objekte, meine Sammlung. Diese Kunstobjekte sind wie eine Krankheit. Oft ist es mir also wirklich zu viel, zu voll, aber was macht man nicht alles für die Sammlung? Masken aus Nigeria in Bayern. Gerd Stoll ist Sammler afrikanischer Kunst. In seinem Hotel am Königssee stellt er Masken, Skulpturen und Nagelfetische aus Nigeria neben die Madonna aus der Barockzeit. Und das sind meine Lieblinge, Ibeji-Figuren, die beim Tod von Zwillingen angefertigt wurden, weil die Yoruba glaubten, dass die Seele von Zwillingen unteilbar ist. Sammler wie Hotelier Stoll bringen für ihre Sammlung jedes Opfer. Der Sammler kann oft bis in seinen Ruin gebracht werden, weil er so fanatisch ist, ein Stück zu besitzen. Zahllose Afrikareisen hat Dr. Schädler hinter sich. Seit Jahrzehnten ist der Sammler ein gefragter Experte auf Kunstauktionen. Afrika, ein bisschen Abenteuerlust natürlich ist dabei. Negertänze, nicht? Hieß es dann früher, das wollte man eigentlich unbedingt sehen. Das war einfach eine Sehnsuchtssache, die afrikanische Kunst. Dann hat man sich verliebt. Seine neueste Erwerbung, eine Epa-Maske aus Nigeria. Die 30 Kilo schwere Maske wird vom Tänzer mit zwei Stecken über dem Kopf gehalten. Nur in Trance schafft er das. Alle Kunstsammler sind Jäger, nicht? Das ist wie bei Kindern. Die wollen unbedingt ein Spielzeug haben und wenn sie es haben, dann wird es weggestellt. Aus. Eine Galerie im Herzen von Zürich, spezialisiert auf alte Plastiken und traditionelle Masken aus Afrika. In unseren Alltag bringen sie Bilder faszinierender Fremde. Kunst zu sammeln ist ein Statussymbol. Alte Kunst aus Afrika verspricht aber noch mehr. Man sehnt sich nach diesem ursprünglichen, schwarzen, alten, erloschenen Kontinent, das Ferne und Unbekannte, das Dunkle und Magische. Und wenn man diese Motivationen des Sammelns kennt, wird ein gewiefter Händler natürlich auf dieser Klaviatur spielen und wird dem Kunden auch diese Argumente liefern, die ihm da so gefallen. Ein Katalog kriegt auf einmal Gewicht, eine Provenienz wird dazu geschrieben. All das steigert den Wert und somit, dass auch der Galerist selber sich damit ein Stück weit verkauft oder eben auch eine Galerie oder ein Auktionshaus. Da werden bei Sotheby's und Christie's Millionen in das Marketing investiert, nur damit dieser Name, dieser Schriftzug glänzt. There are people in town, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee. Brüssel, die Messe für außereuropäische Kunst, zeigt alte Kunst aus Afrika. Vor wenigen Jahren galten Masken, die Kultobjekte und Alltagswerkzeuge noch als primitive und Stammeskunst. Inzwischen steigen Ansehen und Wert. Die Kunstmesse ist Treff der Händler und Sammler aus aller Welt. Der Brüsseler Galerist Didier Claes ist auch in diesem Jahr Messechef und Oberspielleiter.
Ich begann mein Geschäft vor etwa 20 Jahren, als ich nach Afrika ging und versuchte, Objekte zu finden. Rasch wurde mir klar, dass ich 40 Jahre zu spät kam. Damit ich auf dem Markt ein hohes Qualitätsniveau bieten kann, suche ich in alten Sammlungen bei den wichtigen Familien, bei Sammlern, die schon vor mehr als 100 Jahren Objekte nach Europa gebracht haben. Ich weiß, das Jagen nach Objekten macht unser Vergnügen aus. Man findet ein Stück und weiß, dass es 10 bis 20 Leute gibt, die sich darum raufen. Museen, Sammler und Händler. Das ist ein guter Krieg. Jeder kämpft darum, weil wir alle einen sehr beständigen Geschmack haben. Wer am meisten zahlt, gewinnt. Karl Friedrich Schädler war Sammler und wie viele wurde auch er zum Händler und Experten. Ein Zwischenhändler spricht ihn an. Die Masken hat er im Rollkoffer und hofft auf lukrative Geschäfte. Doch Schädler kennt die Szene gut und ist skeptisch. In Afrika, da gibt es nichts mehr zu holen. Seit über 20 Jahren ist das ziemlich ausgeblutet. Das heißt, Sie können natürlich runterfahren und ein paar Monate unten durch den Busch pflügen. Vielleicht finden Sie noch eine Maske, aber die guten Sachen sind alle längst in Europa oder in Amerika. In den Straßencafés zeigen Sammler einander ihre Beute. Sie vergleichen Stil, Material und Patina, prüfen Herkunft und Alter und schätzen den Wert. Zakaria Konandou ist zur Messe nach Brüssel aus Kamerun angereist. Die Münchner Sammlerin Anita Schröder trifft er im Hotelzimmer. Hier hat Zakaria seine Schätze ausgebreitet. Ja, aber das ist ein late style. Ohne Signatur. Die Kennerin macht dem Mann das Geschäft nicht leicht. It's very old, but it's not a masterpiece, but it's interesting. And Where is the rappel? I would say 8 to 10,000 maybe. I give you for 4,000. For 4,000, okay. In a gallery, maybe it could be more. Ça c'est down. Down, yeah. Also, it's very old, no? You think very old? Very old. Yeah, but this style, I don't know. Si, very old. My intuition is that this also not so old. I'm sorry. No? Die Galerie Walu in Zürich ist ein Familienunternehmen. Der Vater reiste bereits vor Jahrzehnten nach Afrika und die Kunst, die er mitbrachte, wurde auch dem Sohn Jean David zum rentablen Handelsgut. Die letzten Jahre waren nicht immer einfach. Der Kunsthändler folgt neuen Märkten. Jean David setzt heute auf Handel per Internet. Das ist, hier ist eine Szene mit meinem Vater, der da in Togo offensichtlich ein paar Zwischenhändler empfängt und wahrscheinlich da was kaufen wird. Mein Vater hat da das erste Museum in Afrika eingerichtet. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, Objekte aus ganz Afrika zu zeigen. Wir haben hier in Zürich die Galerie übernommen. Und mein Vater hat zur gleichen Zeit in Afrika ein Museum und auch eine Galerie noch betrieben. Ah, sehr schön hier. Das war das Swimmingpool. Das ging bis ins Schlafzimmer rein. In zweiter Ehe ist Galerist René David mit der Togolesin Enam Igpe verheiratet. Traditionelle Kunst hatte mich eigentlich nicht interessiert. Unsere eigene Kultur lehrt man uns nicht in der Schule. Als ich meinen Mann kennenlernte, wurde er mein Lehrer. Ja, hier in Afrika. René brachte mir all die Kultobjekte des Voodoo näher. Da habe ich viel dazugelernt. Früher waren die Völker Westafrikas beseelt von der Natur und ihren Göttern, im Glauben an die Unsterblichkeit der Ahnen. In Togo und Benin lebt die alte Religion des Voodoo heute weiter.
concernant les objets, j'étais vraiment pas imprégnée dedans. Alors, à partir de notre rencontre, il a commencé à me faire visiter des temples. Ich wusste nichts von den Kultobjekten. Brachte mich dazu, die Voodoo-Tempel zu besuchen. Wir sprachen mit Priestern. War initiiert und kannte sich in den Riten des Voodoo aus. Dans ce milieu-là. David. Au début, j'étais un peu réticente, hein, parce que dans, am Anfang habe ich mich dagegen gesperrt. Wir sind Christen und man hat uns in der Kirche beigebracht, dass so etwas nichts für uns ist. Durch ihn habe ich gelernt, diese alten Dinge zu achten. Eine wunderbare Erfahrung. Une certaine ouverture au niveau de l'esprit et puis j'ai pu admirer certaines choses et c'était magnifique. Das Galeristenpaar versteht sich ins Bild zu setzen. Jahrzehnte schon lebt der Schweizer in Togo. Auch Enam David ist Geschäftsfrau. In Togo blüht der Handel. Das Land kennt keine strikten Gesetze zur Einfuhr der Kunstobjekte aus Nachbarländern. Die Hauptstadt ist eine Drehscheibe. Nach international geltenden Regeln dürften alte Kunstwerke die Grenzen hier allerdings nicht passieren. Man schätzt, dass in Afrika fast 1 Million Menschen von Herstellung und Handel mit Schnitzereien und Masken leben. Kunstvolle Repliken und einfachste Kopien natürlich eingeschlossen. Salio Siriki ist in Lomé Marktvorstand. Lokales Kunsthandwerk hat er kaum vorzuweisen. Das Geschäft lebt von Schmuggelware aus Nigeria, Benin und Mali. Aujourd'hui, nous sommes estimés. Wir sind etwa 600 Kunsthändler. Die meisten sind aus Nigeria, aber man bekommt auch Kunst aus anderen Ländern, denn Lomé ist ein Kreuzungspunkt. Hier decken sich Händler mit Objekten für Europa ein. Bei uns braucht man nur zu deklarieren, was man ausführen will. Verboten ist es, menschliche Schädel zu exportieren. Wenn man sie dabei erwischt, werden sie verhaftet und bestraft. Der Markt für Fetische in Lomé. Der Tiroler Fotograf und Sammler Gerd Kesi lebt schon seit 50 Jahren in Togos Hauptstadt. Lange bevor ich eine ordentliche Matratze hatte, standen schon Figuren irgendwo in meiner Wohnung. Bei mir hat es eben so begonnen, im Jahr 1964, wo ich im Spital von Albert Schweitzer gearbeitet habe und das erste Mal in meinem Leben in Kontakt gekommen bin mit afrikanischer Kunst. Und die Motivation war einfach die, dass ich gesagt habe, diese Dinge sind so spannend, so schön, dass ich sie haben möchte. Ich möchte mit diesen Dingen leben. 3000 Objekte hatte er gesammelt und einen Traum. Er wollte die fremden Masken und schönen Skulpturen in Schwarz, seinem Heimatstädtchen im Inntal, den Mitbürgern näher bringen. Dafür engagierte sich der Fotojournalist jahrzehntelang, bis er 1995 sein Museum der Völker eröffnen konnte. In den ersten Jahren trafen die Schätze Afrikas bei den Tirolern auf Vorbehalte. Gerd Kesi blieb bei seiner Mission. Ich habe immer versucht, die Schönheit dieser Welt zu begreifen und sie in meiner Sammlung auch zu belegen. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen den Maskenkulten weltweit. Der Mensch, der am Land lebt, hat doch fürchterliche Ängste vor der Natur. Er kämpft ununterbrochen gegen die Natur, die sich als feindlich darstellt. Und das ist in Tirol genauso der Fall gewesen, als es der Fall teilweise heute noch in Afrika ist. Die Liebe nach Afrika entstand eigentlich mit den Tarzan-Filmen.
vor ungefähr mit 20 Jahren. Das hat mich einfach fasziniert, die Eingeborenen mit den alten Sachen, mit den Schilden, mit den Waffen, mit den Speeren. Das war bei den Dogon, das sind die Maskentänze. Ich hatte Zigaretten dabei, Zigarren dabei. Und da sind Männer natürlich immer empfänglich in Afrika. Schönes Stück, tolles altes Stück noch. Eine getanzte alte Maske. Ich konnte sogar noch ein Originalfoto mit dem Tänzer machen. Also der Sohn hat die mir verkauft. Das Land der Dogon liegt im Westen von Mali. Für Touristen, die nach Masken und Mythen hungern, liegt hier ein Paradies. Wir lassen uns von den heiligen Objekten, von der Tradition anregen. Nach solchen Vorbildern schnitze ich meine Kopien. Aber die sind natürlich gar nicht heilig. Die Masken der Dogon füllen heute ferne Museen und die Wohnzimmer wohlhabender Sammler in Übersee. Schon lange gibt es hier keine alten Masken mehr. Ganze Dörfer leben vom Maskenschnitzen für die Fremden. Aber die Alten wissen zu trennen zwischen Ramsch und Ahnenkult. Die Masken kommen nur ans Tageslicht, wenn es wirklich einen Anlass gibt. Wenn unser Oberpriester gestorben ist, kommen die Masken zu seinem Begräbnis für 5 bis 10 Tage zum Tanz. So haben wir es von unseren Ahnen gelernt. Die Masken im Kult. Nur in der Bewegung werden Masken lebendig. Eine Figur und ihre Maske werden vom Geist bewohnt. Sie holt die Ahnen in die Gegenwart. Der Geist wird ins Holz geladen. Ihr Körper bewegt sich dynamisch und rasend, das Gesicht aber bleibt statisch. In Trance kommen Kräfte auf, die sich dem Auge entziehen. Im Museum aber bleibt nur ein totes Fragment der Maske. Man sieht hier nur ihren obersten Teil. Es fehlt der Stoff und das Geflecht darunter. Und fort ist alles Fieber der Tanzbewegung und Trance. Masken im Kult dagegen bringen Ahnen zum Sprechen und stiften Rat für die Zukunft. Wir haben jetzt gerade eine fantastische Dogon-Sammlung aus Belgien. Es ist ja ein ganz großes Problem. Sammler werden ja deshalb bekämpft, weil sie sozusagen der Kultur diese Objekte entziehen. Das Museum war schon für mich auch eine moralische Frage, damit eben auch andere Menschen an dieser Botschaft, die ja so eine Sammlung in sich trägt, teilhaben können. Masken bringen den Menschen Furcht und Respekt. Masken sind Ausdruck von Macht aus der Welt der Naturgeister und Ahnen. In vielen Teilen Afrikas lebten die Menschen vor der Ankunft islamischer und christlicher Missionare nur nackt. Nur Auserwählte trugen Masken. Sie waren eine Uniform der Macht. Ich betrachte die Sammlung als persönliche Bereicherung. Kunst ist oft Speisamento. Anderswo zu leben, wo man nicht lebt. Jemand, der mit dem Kopf anderswo lebt, braucht das Besondere, das Fremde. Ich bin nie nach Afrika gegangen, aber ich habe mit dem Kopf immer in Afrika gewesen. Ja? Weil ich brauche dieses Speisamento. Es ist für mich ein anderes Land. Und es ist irgendwie wie ein Wunderland. Der Kunsthistoriker Dr. Romuald Chibozo hat in Deutschland studiert. Heute pendelt er zwischen seiner Heimat Benin und Berlin. Er untersucht die Wahrnehmung der afrikanischen Masken und Objekte in Europa. Zum ersten Mal habe ich traditionelle Kunst aus Afrika im Berliner Völkerkundemuseum gesehen. Berlin.
Als Kindern war es uns verboten, uns solchen Objekten zu nähern, weil sie heilig waren. Wir hatten Angst, uns ihnen zu nähern. Deshalb konnten wir ihren Wert nicht ermessen. Dr. Aisha Halidou wurde in Niger in Westafrika geboren. Ihr halbes Leben hat sie in Deutschland studiert und promoviert. In Berlin entdeckt sie die Kulturschätze Afrikas wieder. Natürlich gibt es Kunst, die man schon von kleiner auf dann entdeckt. Das gehört einfach dazu zu unserem Leben. Wir sehen das in erster Linie noch nicht so als Kunst, sondern als unsere Lebensweise, unsere Tradition, unsere Kultur. Was suchen dann diese Kunst dann in diesen Museen? Warum sind die hier zur Schau gestellt und nicht in Afrika? Man kann nicht so sagen, dass die afrikanische Kunst ist dekolonisiert. Afrikas Schätze blieben in Europas Museen konserviert. Händler und Wissenschaftler haben vor 100 Jahren aus den Kolonien Fetische, Kult- und Alltagsgegenstände nach Europa gebracht. Oft verstanden sie sich als Retter. Sie glaubten, die Schätze vor dem Verfall in Afrika zu bewahren. Denn nicht allein die Natur, vor allem der Einbruch der neuen Zivilisation hatte alte Kulte und deren sakrale Objekte bedroht. Die Europäer profitieren von dieser Kunst. Wir sind reich, wir können uns leisten, was wir möchten. Und auch alles, was zu anderen Kulturen gehört, das können wir uns leisten. Einfach diese exotische Afrika zu besitzen. Alle bedeutenden Masken haben Afrika verlassen. Afrika selbst besitzt keine Originale mehr. Afrikaner, die traditionelle afrikanische Kunst betrachten wollen, sehen sie nur noch in der Darstellung und Inszenierung des Westens. Am Kunsthistorischen Institut der Humboldt-Universität war ich der erste Afrikaner. Ich habe die Wahrnehmung traditioneller afrikanischer Kunst erforscht, weil ich verstehen will, wie die Rezeption der Kunst heute aussieht. Die meisten Europäer projizieren die eigene Wahrnehmung einfach auf andere Kulturen. Es gab Journalisten, die schrieben noch 1979 über afrikanische Kunst, sie sei bestenfalls eine Kinderkunst. Romuald Chibozo in einem Dorf seiner Heimat Benin. Er folgt den Spuren alter Masken und findet sie heute noch in ritueller Nutzung. Auf dem Land gibt es noch Leute, die einfache, aber wichtige Masken aufbewahren. Aber verglichen damit, was an Objekten fort ist, sind diese verbliebenen Stücke nichts. Geledé ist ein Maskentanz der Yoruba. Und der Kopf dieser Maske hier präsentiert die Art und Weise, wie diese Menschen in dem Dorf ihre Welt wahrnehmen und wie ihre Welt beherrscht wird. Vielen Sammlern gelten nur Masken, die im Ritus gebraucht worden sind, als echt.
Vor 120 Jahren hatten Kulturwissenschaftler aus Europa solche Symbole des alten Glaubens abgeräumt. Man schuf Museen und lagerte die Schätze aus Afrika ein. Ich habe gehört, dass in Benin ein Tempel verkauft wird. Man hat mir erklärt, dass die Familie, die diesen Kult betreibt und diesen Tempel besitzt, in ihrer Gesamtheit zum Islam übergetreten ist. Und der Marabu, dieser islamische Missionar, der hat von diesen Menschen verlangt, dass sie ihre alten Kostüme verkaufen oder verbrennen müssen. Das heißt, er hat eigentlich gesagt, sie müssen sie verbrennen. Aber dann haben sie gehört, da gibt es jemanden, der eventuell Geld dafür ausgibt. Und so sind diese Kostüme zu mir gekommen. Auch christliche Missionare waren ja bemüht, afrikanisches Kulturgut zu vernichten, weil jede Form der Kunst, zumal sie ritual bezogen ist, ein Teil der afrikanischen Identität ist. Man sieht ja diese Masken. Je älter die sind, desto interessanter erscheinen die für uns. Weil dann versucht man noch eigene Geschichte oder eigene Kultur dann noch mehr dadurch auch zu erfahren. Weil durch die Religionen wie Christentum und Islam, durch die Kolonialisierung, man hat versucht, diese Geschichte einfach zu vernichten, dass die Afrikaner keine Geschichte haben. Was wiederum falsch ist, weil Afrika ist eigentlich das Ursprung von Geschichte überhaupt. Und daher gibt es doch alte Kunst in Westafrika. Ausgrabungen in Nigeria. Die Kultur der Nok wird auf fast 1000 Jahre vor Christus datiert. Die Entdeckung ihrer Terrakotten machte sie bekannt. Die Nok hatten schon Eisenerz gewonnen und zu Werkzeugen verarbeitet. Ihre Plastiken und Amulette gehören bislang zur ältesten Figuralkunst in Afrika südlich der Sahara. Diese Hochkulturen sind noch weitgehend unerforscht. Weil ihnen die Schrift fehlte und damit die Erinnerung, wurden Reiche und Kulturen vergessen. Die Männer sind stolz auf ihre Fundstücke. Ein Projekt der Frankfurter Universität ermöglicht ihnen Spurensuche in eigener Geschichte. Magana. Afrikas Kunst ist Zeugnis einer Hochkultur. Ich sage immer Afrikanern, das ist der Beweis, dass ihr die größte Kultur auf der Welt hattet. Wir sprechen ja oft über Objekte, Masken und Fetische, aber man vergisst dabei die Kunst der Königshöfe im 14. Jahrhundert. Und dabei lasse ich Nigeria und Benin noch unerwähnt. Dort gibt es ja Objekte, die mehrere tausend Jahre alt sind. Das sind Belege einer sehr alten Kultur. Vielleicht lebten wir bei uns im Westen noch in Höhlen, als es in Afrika schon Königreiche gab. Ein Thron im Berliner Museum. Das Prachtstück aus Kamerun steht schon seit 100 Jahren hier. Damals musste sich der König mit der Kopie des eigenen Thrones begnügen. Der deutsche Kaiser und der König der Bamun, Sultan Joya. Er herrschte über sein Volk, da wurde sein Land der deutschen Kolonie Kamerun zugeschlagen. Nur wenige Jahre später nahmen die deutschen Herren dem König auch seinen Thron. Es gibt auch diese alte Kunst, die von den Kolonialherrschaften hier nach Europa gebracht sind. Das sind Sachen, die immer noch da sind, die fehlen noch Afrika, weil das ist ein Stück von Afrika-Geschichte. Die Eroberer waren von der Handwerkskunst der Bamun tief beeindruckt und die Leiter der Museen in Berlin und Leipzig schwärmten von dem Königsthron Manduyenu. Unter Druck der Kolonialverwaltung stimmte Joya zu, seinen Thron dem Kaiser zum Geschenk zu geben. Der Thron kam in das Museum nach Berlin und dem Sultan schenkte man im Tausch ein mechanisches Orchestrion. Sein Enkel Mbombo Joya sitzt heute auf der Replik aus deutscher Kolonialzeit. Dort drüben, das ist der eigentliche Thron meines Großvaters. Mein Königreich ist 600 Jahre alt und die lassen sich nicht einfach mit einem Strich auslöschen. Ich glaube einfach, dass das ein Raub war und dass alles
Dieser Zusammenhang von ich bin mächtig, das Land gehört mir. Für mich, das ist einfach Kolonialisierung pur. Darüber darf man nicht diskutieren. Der Schweizer Galerist René David in Togo kennt den Vorwurf. Aus historischer Erfahrung argwöhnt man in Afrika gegenüber Kunsthändlern aus Europa immer Kunstraub. Doch David wollte neue Wege gehen. Er öffnete ein Museum hier am Drehkreuz des westafrikanischen Kunsthandels. René David ist wirklich ein Herr, der eine große Leidenschaft für Kunstobjekte hat. Er liebt afrikanische Kunst. Am liebsten würde er sie auffressen. Und plötzlich hat Herr David ein Museum eröffnet. Kurz nach unserer Heirat hatte René vorgeschlagen, ein Haus zu kaufen und darin ein Museum zu errichten. Ich hatte Angst, aber er hat gesagt, zögere nicht, das wird eine gute Sache. Das gibt uns die Möglichkeit, die Menschen zu unterrichten, ihnen zu zeigen, was Kunst aus ganz Afrika ist. Ich habe viele Originalmasken aus Afrika. Ich werde meine Sammlung aus der Schweiz vollständig nach Afrika zurückbringen. An die Arbeit. Schließlich ist das Museum für euch da. Das ist für Afrikaner und nicht für Touristen. Als einziges in Afrika beherbergt sein Museum eine reiche Sammlung von Objekten des gesamten Kontinents. Es wird zum Magnet für Sammler und Händler. In den Dörfern Togos lebt noch der Glaube des Voodoo. Dinge der Natur sind beseelt und Wohnsitz von Ahnen und Geistern. Der Schweizer Händler René David war hier gern gesehener Gast. Die sakralen Figuren dienen den Leuten im Dorf als Verbindung zu den eigenen Ahnen. Der Priester des Voodoo ist Orakel, Therapeut und Vertrauter für intimste Belange. Sein Werkzeug ist begehrte Beute für reisende Händler. Ich habe viele Einkaufsreisen gemacht. Für ein einziges Objekt musst du dich 5-mal auf den Weg machen. Wir fahren nach Benin, nach Ghana oder Burkina Faso. Wenn du gute Objekte kaufen willst, musst du reisen. Und für ein gutes Stück riskierst du manchmal dein Leben. Die Händler Omar Betouré und Ousseini Bida sind aus der Hauptstadt in das ferne Dorf Seko gekommen. Sie haben sich auf sakrale Objekte spezialisiert. Was man heute gesehen hat, ist ein Stück, das mindestens 100 Jahre alt ist. Ich habe ihm 300 Euro geboten, aber er lehnte ab. Wenn man einen neuen Fetisch hinstellt, bemerkt das die Familie. Er kann sowas nicht machen. Er hat mir deshalb gesagt, ich soll es vergessen. Sonst kann das zum Tod führen. Sei es, dass ich sterbe oder er. Manchmal kaufen wir für 150 Euro ein und verkaufen für 450 Euro. Nach Abzug von Transport und anderen Kosten bleibt uns etwas zum Leben übrig. Die Preise finde ich rätselhaft. Manchmal erfährst du aus der Zeitung, dass Objekte, die von uns nach Europa gingen, dort für 7.500 Euro verkauft werden. Fetische und Objekte, die man hier für 1.500 Euro gekauft hat, verkaufen sie dort schon ganz gern mal für das 200-fache. Musik
Ich kenne René David schon seit langem und dann kenne ich auch Herrn Kesi. Der lebt schon lange hier mit uns. Von Zeit zu Zeit geht er fort und kommt aber immer zurück. Das ist ein feiner Herr und er kauft bei uns ein. Er ist nicht kompliziert. Das ist ein besonders netter Herr. Er ist mit allen Menschen. Er ist nicht kompliziert. Er ist ein sehr netter Herr. Der Tiroler Gerd Kesi ist Kenner der Szene. Händler wie diese erledigen die Transporte über Grenzen, oft vorbei an Ausfuhrbestimmungen der Nachbarländer. Echt oder gefälscht? Kesis geschulter Blick ist gefürchtet. Ist das dein Lager? Du hast einen Haufen Zeugs da. Hier sehen Sie meine Ibechi von den Yoruba. Sind das jetzt echte Originale oder sind das gefälschte? Ja, das ist so zwischendrin. Das ist eine sehr interessante Antwort. Von dir kann man was lernen. Das hier ist ein Fetisch aus Ghana von den Ashanti. Was, von den Ashanti soll der sein? Das Holz ist aber für Ashanti zu leicht. Ja, das ist so zwischendrin. Du kannst welche aus schwerem, aber auch aus leichtem Holz finden. Ich bin doch eigentlich ein alter Togoer. Ich war schon Kunde bei deinem Onkel. Seit 40 Jahren arbeitest du schon für mich. Du verpackst und wickelst den Zoll ab. Wie treibt man Handel mit Nigeria? Du kannst das Land nicht einfach so verlassen. Du musst die Ware auf Umwegen nach Lomé bringen. Diese Maske hier kann ich dir für 75 Euro verkaufen. Ich habe zwei Frauen und 8 Kinder, eine hier und die andere in Kamerun. Aber von nur dieser Arbeit hier müssen wir leben. Das Geschäft läuft nicht gut. Die Händler kommen zu uns und erzählen immer von der Krise. Aber wann ist diese Krise eigentlich mal vorbei? Wir Künstler fragen euch, ob dort, wo euer Geld gedruckt wird, das Papier ausgegangen ist. Es gibt natürlich Entwicklungen, gerade in der Kunst, die merkwürdige Wege gehen. Ein Objekt, das man irgendwo vor 20 Jahren im Urwald erstanden hat oder getauscht hat für ein paar Turnschuhe, das kann heute Tausende Euros wert sein. Jeder Sammler hat den Händler seines Vertrauens. Auch der Münchner Kurt Wagner hat eine freundschaftliche Geschäftsbeziehung mit dem Zürcher Galeristen aufgebaut. Der Auktionsexperte Jean David berät seinen Kunden vor Auktionen. Es gibt eine Menge Tricks. Hier schon bei 2.000 bis 3.000 sehen. Okay. Ja. Ich kann nicht alles kaufen, ich kann nicht alles haben. Was brauchst du? Aber du weißt, dass das verboten ist. Ja? Ich sag schon Auktionen, dann war ich in der Auktion gesessen. Und ich bin ganz hinten gesessen und vorne war ein Bekannter, der hat dann mitgesammelt oder mitgesteigert. Und ich habe dann gemacht und hat sofort den Finger runtergezogen. Ne? Der Händler aus Afrika, der sagt ja auch, es ist komisch, wenn ich es dir verkaufe, ja, ist es 100 und du machst es nachher 1.000. Ja. Und so sage ich das gleich auch. Ne? Wenn ich es 1.000 mache, sollst du wie es macht, 10.000. The spiritual feeling that the carver has imbued into the figure transcends any categorization of African art or fang sculpture. It gives the sculpture a kind of universal presence, which any lover of art can immediately recognize. Der Markt für afrikanische Kunst, da geht es weltweit um viel Geld. Und das ist ganz klar, dass da cleveres Marketing angewandt wird. Das sind Kataloge, das sind schöne Fotos, das sind tolle Ausstellungen. Das ist ein Produkt, schlussendlich, wie auf anderen Branchen auch. Also wenn Nestlé ein neues Joghurt auf den Markt bringt, dann werden sie sich auch alle Mühe geben, das bestens zu verkaufen. Und wenn die es gut machen, wird es auch gut verkauft. Mineralwasser, wissen wir, das gibt es von 1 Euro bis 10 Euro, ist überall das Gleiche in der Flasche. Marketing macht den Unterschied.
auch bei afrikanischer Kunst. Die Auktionshäuser spielen natürlich eine bedeutende Rolle. So gibt es unterschiedlichste Formen, auch die Werte der Objekte zu manipulieren, und das wird schamlos gemacht. Es kommt auch vor, dass Sammler ihre eigenen Exponate zurückkaufen zu enorm hohen Preisen, weil sie dann sozusagen einen Referenzpreis haben. Ein echtes Stück muss einen anspringen, der erste Blick muss genügen. Ist es falsch, ist es echt? Für den Kunstsammler ist es natürlich schwierig, da auch sich zurechtzufinden. Der Club der Sammler bereist Europas Events. In der renommierten Buchhandlung Fischbacher trifft man einen guten Bekannten. Heinrich Schweitzer ist Chef der Afrika-Abteilung bei Sotheby's in New York und hat soeben ein Buch über die prachtvolle Sammlung eines reichen Amerikaners geschrieben. Visions of Grace erzählt auch von der Herkunft der Plastiken und Masken. Bedeutet eine Aufwertung natürlich, vor allem überhaupt die Tatsache, dass es wieder, dass sie in einem Buch erscheint. Dann heißt ja, ja, das ist die berühmte Sammlung, nicht? Das hat noch dazu der Schweizer gemacht. Für dich oder für mich? Alle haben Interesse daran. Sotheby's, weil der Name Sotheby's erscheint. Sotheby's, weil der Chef von Sotheby's das Buch geschrieben hat. Die Sammler, weil sie ihre Sachen veröffentlicht sehen. Und dadurch wird es natürlich wirklich teurer. Dem Sammler gilt nur Ware mit Urkunden aus den Sammlungen in Nordamerika und Europa als wertvoll. Denk jetzt an Sotheby's oder Christie's, das sind börsenkotierte Unternehmen, die machen 10 Milliarden Umsatz. Dahinter sitzen Aktionäre und denen ist die Kunst vielleicht oder auch nicht egal. Die Angestellten geben sich sicher große Mühe. Die Aktionäre wollen aber Gewinn sehen. Das ist die Zahl, das sind 10 Milliarden mit Kunst und das ist das, was sie deklarieren. You know? Und die Leute da oben, die scherzen nicht, die schießen verdammt scharf. Die finden das nicht lustig. $10,600,000. $10,600,000. Auch die uralten Skulpturen der Nock waren mal sehr teuer. Die Sammlung der Terrakotta-Büsten ist Gerd Kesis ganzer Stolz. Als man die unbekannte Kultur der Nock fand, war das eine Sensation. Später tauchten auf dem Kunstmarkt davon große Mengen auf und ihr Wert verfiel. Diese Figuren sind alle zerbrochen, wenn man sie findet. Also da gibt es viele Irritationen, die man nur verstehen kann, wenn man die Fundbedingungen kennt. Es ist ein politisches Sperrgebiet, wenn man so will. Seit einem halben Jahrhundert haben die Vereinten Nationen Regeln gegen den Export und Raub von Kunstgütern aufgestellt. Aber der illegale Grenzverkehr und Handel von Nigeria nach Togo war damit nicht aufzuhalten. Die graben Löcher und sammeln die zerbrochenen Teile. Du kannst den Kopf finden und jemand anderer den Körper und ein Dritter findet Arme und Füße. Dann trägt man die Teile zum Restaurator. Der verbindet die Stücke und das ergibt ein Ganzes. Es gab eine berühmte Figur, die wirklich fantastisch war auch und sehr gut künstlerisch. Und nach einigen Jahren hat sich die komplett verfärbt. So dass man also gemerkt hat, dass da muss irgendwie ist da sehr viel rumgemacht worden. Es ist ja auch relativ einfach, man zerreibt die alten Objekte, die kaputten Objekte, die Teile, die nicht mehr viel wert sind, und vermischt sie mit Wasser und macht einen Schlamm draus und formt dann neu, was zu sein hat. Nicht? Und man muss sie natürlich auch stützen, und das kann man dann wieder feststellen durch Röntgenaufnahmen, wenn Eisen drin ist, Holzobjekte drin sind zum Stützen, nicht? Das ist
lässt sich dann natürlich leicht feststellen. Per Computertomographie wird Schicht für Schicht gescannt. Der Fachmann liest das Alter der Werkstoffe und erkennt Flickwerk. In Nigeria ist alles verboten, nicht wie hier in Togo. Wenn du hier Nockmasken willst, dann bringe ich sie dir in wenigen Minuten. Das ist so einfach wie Brot holen. In Nigeria dagegen passiert alles heimlich. Ich war ja zweimal in diesen Ausgrabungsgebieten und konnte nie irgendetwas erwerben. Das war also gar nicht möglich. Plötzlich tauchten diese Objekte in Togo auf. Mhm. Und das war ganz spannend, denn die haben die auf Zwiebellastwegen dorthin gebracht. Die waren unter den Zwiebeln, ja, nicht einmal versteckt, weil die Einfuhr war ja nicht verboten. Also das ist oft ganz spannend, dass man dann am Ort nichts findet und tausende Kilometer weiter plötzlich kriegt man das angeboten. Zwischenhändler verteilen Kataloge von Sotheby's und Christie's an Schnitzer. Und die Künstler finden darin Vorlagen. Urkunden zur Provenienz ihrer Schöpfungen schreiben später die Zwischenhändler in der Hauptstadt oder im Ausland. Ob ein Werk des Schnitzers zur Fälschung wird, entscheiden immer Herkunftspapiere. Und falsch datierte Urkunden betrügen den Käufer. Ich arbeite mit der ganzen Welt zusammen und habe Kunden in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Frankreich und überall. Was sollen wir denn sonst tun? Ohne Kopien können wir nicht überleben. Mir kommen die Ideen im Schlaf. Ich nehme ein Katalogfoto. Das hier ist eine Sonji-Statue aus Gabun. Der hier fehlen die Füße. Ich würde die nachmachen. Genau das Gleiche. Nur die Füße dazu. Wenn sie schließlich auf dem Markt auftaucht, kann ich belegen, dass dies Objekt nicht das gleiche ist. Ich kann dir all die Objekte aus den Museen nachmachen. Und wenn dann beide vor dir stehen, kannst du sie nicht unterscheiden. Meine Hühner arbeiten mit an der Patina. Als erste und zweite Schicht nehme ich Ziegenblut. Als drittes ist der Hühnerdreck dran. Sie haben ja hier Hühner gesehen. Die Hühnerkacke kommt auf die Objekte. Die scheißen scharf. Und so lasse ich alles in der Sonne trocknen. Der ganze Dreck bleibt drauf. Und am Ende ist das Objekt eben alt. Jeder Sammler, selbst wenn er heute noch so kundig ist, ist schon mal reingefallen auf Fälschungen. Ich wüsste nicht einen, der da nicht schon mal reingefallen ist. Auch mir ist es passiert, dass ich irgendein Objekt in einer Riesenbegeisterung erworben habe und dann fällt es einem zu Hause oder Monate später oder sogar ein halbes Jahr später wie Schuppen von den Augen und sagt, Mensch, da hast du dich getäuscht. Mein Vater war einer der Ersten oder wahrscheinlich der Erste, der in Afrika ein Museum eröffnet hat, in dem er Objekte aus dem Westen wieder zurückgeführt hat. Und da war ein großes Engagement seiner Seite dabei und auch ein Stück ein persönlicher Stolz, das zu machen, wovon andere nur sprechen. Nämlich eben Kulturgüter zurück nach Afrika zu bringen. Herr David sagte ganz plötzlich, dass er das Museum schließen will. So war's. Und keiner weiß warum. Er hat dicht gemacht und bald wussten es alle. Das Museumsgebäude ist noch da, aber ohne die Kunstobjekte von Herrn David. Er hat die Sachen in die Schweiz mitgenommen. Und die Objekte fehlen uns hier. Wir mussten das Museum schließen, aus gesundheitlichen Gründen. René ist schwach und kränkelt sehr. Wir konnten nicht in Togo bleiben und das Museum weiterführen. Also haben wir es geschlossen.
Die Objekte, also mein Vater hat dann wegen aus gesundheitlichen Gründen das Museum aufgelöst und ein Großteil der Objekte ist jetzt wieder zurück nach Europa gekommen. Alte Meister werden entdeckt. Eine Ausstellung in der Bonner Kunsthalle zeigt Masken aus den Werkstätten der Elfenbeinküste. Der Besucher erkennt endlich, auch Kunst aus dem alten Afrika ist nicht einfach anonyme Stammeskunst. Auch diese Künstler haben eigene Handschriften und Namen. Der koloniale Blick beginnt sich zu weiten. Doch was schön ist, was die Qualität der Werke und deren Wert betrifft, definiert und diktiert immer noch unser westlicher Kunstmarkt. So waren in Afrika viele Schulen und Werkstätten entstanden, die es uns erlauben, die Kunst heute zu bewundern. Aber alle wichtigen Masken, die es bei uns gab, haben die Heimat verlassen. Man könnte also auch sagen, weil ihr uns die authentischen Masken genommen habt, werden wir aus den Abfällen, die ihr uns geschickt habt, einfach Masken machen und euch verkaufen. Money is what they like, and people who have plenty of money belong to high society. If you could go and see how they live, a shame, then you'd discover how savage they are, so much wilder than we.